Okay, dann Ruhe, wir drehen. Klappe die erste. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Einleitung. Oh Mann, schon wieder der Drucker. Cut! Hallo, das bin ich, der Live-Drucker. Ich werde euch heute auf eine kleine Reise nehmen, auf eine Reise durch 12 aufregende Monate unseres Dein Live YouTube-Kanals. Denn unser Jubiläum steht an. 19.07.2018. Was soll denn das? Was war da? So, jetzt sind wir tatsächlich live. Ich hoffe, wir sind live. Ich hoffe, es klappt alles mit der Technik. Ich bin der Johnny und begrüße euch zu der allerersten Dein-Live-Sendung. Wir schreiben hier gerade Geschichte in einem brandneuen Studio, das extra dafür gebaut wurde. Ein Jahr gibt es uns jetzt schon. Die Jugendredaktion Dein-Live im Medienzentrum München. Am 19.07.2018 haben wir unsere erste Live-Sendung ausgestrahlt. Okay, wir probieren es nochmal. Alle auf ihre Positionen. Ruhe, wir drehen. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Dein Live-Sendung. Wir befinden uns heute schon wieder der Drucker drauf. Okay, cut! Was denn jetzt? Wow, 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 wow. Nicht so schnell, meine Lieben. Ich muss euch noch was zeigen. Also hier, die bayerische Staatsregierung, wir bemühen uns derzeit um ein zukunftsweisendes industrielles Großprojekt. Im Laufe des Jahres sind bei uns einige Videos entstanden, angefangen bei spannenden Filmkritiken, Wackersdorf, Ballon und vieles mehr. Dann los geht's! Feuer! Feuer! Nie wieder Kohle! Reportagen oder Dokus? Für die Live-Redaktion kein Problem. Geht ihr auch gerne auf Demos und am liebsten noch, wenn die Schule ausfällt? Viele Schüler machen das seit einigen Wochen jeden Freitag während dem Unterricht. Im Allgemeinen geht es um den Klimawandel. Als Thorsten den Raum betrat und den immens großen Sockenhaufen in Augenschein nahm, kam er nicht umhin, eine gewisse Analogie zu seiner jetzigen Situation zu sehen. Ja, und Kurzfilme im fiktiven Bereich gehören natürlich auch dazu und sind zum Teil sehr unterhaltsam oder aber auch sehr bewegend. Das Wort ruhig ist so ein Wort, dass, wenn man es ganz langsam und ruhig ausspricht, komisch klingt. Ruhig. Ruhig. Okay, alle auf ihre Plätze wieder, wir versuchen es nochmal. Ruhe, wir drehen! Klappe, die dritte! Hallo und willkommen zur heutigen Dein Live. Ah! Cut! Meine Güte! Was kommt jetzt schon wieder? Was soll das jetzt schon wieder? Sorry Leute, so schnell werdet ihr mich heute nicht los. Unser YouTube-Kanal ist außerdem sehr, sehr musikalisch. Wir haben oft Live-Mitschnitte oder Bandporträts produziert, wie zum Beispiel von der chinesischen Band Wang Wen. Ich stehe hier heute mit der Band Embrace the Emperor. Und ja, stellt euch doch mal einfach vor und sagt, was ihr in der Band macht. Ich bin die Lisa und ich spiele die Drums. Ich bin Nacho und ich bin der Bassist der Band. Und ich bin der Lukas und ich bin der Vocalist, der Sänger und der Gitarrist. Zuletzt war auch wieder Track and Field, bei dem Münchner Bands ihre Songs aufzeichnen konnten. Freckles reflecting the innocence she needs. They take nutrients and send it so just for Russia. Okay, Leute, alle guten Dinge sind vier, so heißt es doch so schön. Wir probieren es nochmal. Mann, auf eure Plätze.
Ruhe, wir drehen! Klappe die vierte! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Dein Lab. Das gibt's doch! Cut! Meine Güte! Echt jetzt? Ups, jetzt sollte ich mal aufpassen. Nicht, dass die mir noch den Stecker ziehen. Live! Ja, Mann, Matthias, du sagst es. Live auf Dein Live. Einmal im Monat produzieren wir einen Livestream. Spannend und aufregend. Natürlich klappt nicht immer alles perfekt, aber schon sehr cool, wenn man da mal aus dem Auto eine Live-Sendung ausstrahlt. Bei uns ist nicht alles ganz so gelaufen wie geplant. Eigentlich wollten wir heute im Gärtnerplatz-Theater drehen. Aber alle, die in Bayern leben, haben sicher das Schneechaos mitbekommen. Und deswegen sind wir einfach nicht rechtzeitig angekommen. Das macht aber nichts. Wir drehen jetzt einfach hier aus dem Auto. Und demnächst steigt auch unser Gast, der Kilian, dann dazu. Und da vorne ist er direkt schon. Ja, sehr cool. Hallo Kilian. Servus Simon. Wie geht's? Schön, dass ihr mich mitnimmt. Ja, natürlich. Hier beim Schneechaos, da muss man ja aufeinander aufpassen. Hallo Leute, herzlich willkommen zur heutigen Live-Sendung von Dein Live. Wir senden heute direkt aus dem Skigebiet. Wir haben ein grandioses Alpenpanorama vor und hinter uns. Ich bin der Dani. Und ich bin die Luisa. Und wir sind heute extra früh aufgestanden, nach Kitzbühel gefahren, um jetzt direkt vom Berg für euch live zu berichten. Okay, auf geht's, Leute. Noch einmal. Verdammte Scheiße. Auf geht's, Amelie. Letzter Versuch. Jetzt klappt's. Ich hab's im Gefühl. Alle auf ihre Posten. Ruhe, wir drehen. Klappe, die fünfte. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen... Echt jetzt? Oh Gott, wie... Jetzt reicht's. Ohne Witz. Jetzt ist Schluss. So. In diesem Jahr ist so viel passiert und wir waren oft unterwegs, in den verschiedensten Locations in und um München. Hier seht ihr ein paar Eindrücke. Wir stehen hier gerade vor dem Gasteig und hier ist so einiges geboten, denn das 37. Filmfest findet gerade noch statt. Willkommen, ich stehe hier gerade live vor dem Flimmern und Rauschen, dem Jugendfilmfestival in Deutschland. Du bist hier Festivalleiter, richtig? Ja, einer der drei Festivalleiter. Wir senden heute von einem ganz, ganz besonderen Ort, denn wir sind heute am Flughafen in München. Wie man hier schon sieht, überall Flugzeuge, über mir, hinter mir, rechts neben mir. Und auch die Start- und Landebahn ist natürlich mit drauf. Was würdet ihr euch unter der Idee für die Zukunft Europas vorstellen? Hättet ihr da Ideen? Wie wäre das für euch? Was würdet ihr verändern? Und genau damit haben sich Jugendliche auseinandergesetzt. Die sind nämlich nach Brüssel gereist und haben sich mal überlegt, was könnte man verändern, wenn es um die Zukunft Europas geht. Heute ist hier der Europatag in München und alle bauen schon fleißig auf, obwohl es regnet und echt nicht so schönes Wetter ist. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal durch. So Leute, jetzt ist Ruhe, endlich. Also, auf geht's. Nächste Runde. Jetzt aber. Also, komm, Fanny. Wer hat noch Bock? Ja? Auf eure Plätze. Und Ruhe, wir drehen. Klappe, die letzte. Wir befinden uns hier im Medienzentrum München bei Dein Live. Und wenn ihr auch mal bei Dein Live dabei sein wollt, dann kommt zur Redaktionssitzung jeden Dienstag von 19 bis 20 Uhr im Medienzentrum München. Haben wir es? Ja! Ja, wir haben's! Ja! 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 Was? Muhahaha, man kann mich nicht einfach so abschalten. Es geht weiter, immer weiter. Und im neuen Jahr sind wieder eure Ideen gefragt. Deswegen kommt vorbei und macht mit. Wir freuen uns auf euch.